Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier im Deutschen Filmmuseum zu unserer Filmreihe Geteilt, Vereint, die wir anlässlich der 25 Jahre Wiedervereinigung hier zeigen. Das wird in diesem Jahr ja hier in Hesse, hier in Frankfurt irgendwie sehr groß an dem 1. Oktoberwochenende gefeiert. Und genau, für uns war das eben Anlass, diese Filmreihe zusammenzustellen. Und wir haben versucht, da sehr unterschiedliche Aspekte irgendwie zu berücksichtigen, dass wir sowohl die Phase vor der Wiedervereinigung, dann die Zeit zwischen Fall der Mauer und der Wiedervereinigung und auch ein bisschen sozusagen die Auswirkungen versuchen hiermit zu berücksichtigen. Und ich glaube, der Film heute Abend ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, weil er eben schon 1988 zum ersten Mal war der Pavel drüben und hat die Leute ausgewählt und interviewt und dann eben sozusagen wie so eine kleine Langzeitdokumentation hat er sie bis 91 verfolgt oder sozusagen immer wieder, ist immer wieder rübergefahren, hat mit den Leuten geredet. Und deswegen bekommen wir dadurch, glaube ich, so einen sehr schönen Einblick in, ja, wie es den Leuten so ergangen ist. Und auch ist es nochmal was anderes als einige der anderen Filme, die wir hier gezeigt haben, weil es in diesem Fall sozusagen ein Blick von außen ist. Wir hatten sonst einige Filme auch, die von Leuten gedreht worden sind, die auch selber aus den jeweiligen Städten oder sowas gekommen sind. Und diesmal eben ein Blick von außen. Und ich denke, das bringt dann nochmal ganz interessante Aspekte mit herein. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir, Pavel. Ich möchte dich erstmal ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du hier bist und deinen Film präsentierst. Genau, Pavel ist in der Tschechoslowakei geboren, hat an der FAMU, der bekannten FAMU in Prag studiert und ist dann 68 nach Deutschland gekommen, lebt seitdem hier in Deutschland als freier Autor, Filmemacher und Kameramann und hat sehr viele Filme gedreht, sowohl in Eigenregie als auch als Kameramann und vielleicht nur so ein paar Titel außer dem heutigen Brüdern und Schwestern, auch Der böhmische Knoten von 95, Lissabon, Hafen der Hoffnung von 93. Jetzt im Moment hast du gerade ein aktuelles Projekt, was hoffentlich auch demnächst dann in die Kinos kommt. Dazu sage ich dann am besten jetzt noch nicht so viel, aber ja, so weit erstmal und weiß nicht, ob du noch Satz sagen willst oder sonst fangen wir an. Ach, mit Mikrofon. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich da sind und möchte vielleicht nur darauf aufmerksam machen, dass es hier um eine Vorführung von einem echten Film sich handelt. Also das ist ein 16mm Film, 4:3 gedreht, also in dem klassischen Format, mit Schrammen, die dann auch wirklich drauf sind. Auch der Staub, das ist nicht nachträglich drauf kopiert, wie es heutzutage üblich ist im Fernsehen, wenn man betonen möchte, dass es sich um historisches Material handelt. Und auch die Vorführung ist also analog mit allen den Nachteilen, die es hat. Ja? Und vielleicht würde ich nur als Tipp sagen, dass die Herrschaften, die hinten sitzen, wie auch du, Halil, zum Beispiel, vielleicht so ein bisschen nach vorne kommen solltet, weil ja, dann ist es vielleicht kein Kinoerlebnis, wenn das Bild dann aus der Entfernung ja, so wie eine gewöhnliche Glotze aussieht. Ach so, apropos Glotze, der Film ist 25 Jahre alt, hat schon ein anderes Tempo, als es heute üblich ist. Und es gibt da tatsächlich auch keine Reenactments und dergleichen. Auch die Bilder sind alle echt und sind auch nicht umgedreht, damit das besser passt. Übrigens, außer mir ist auch die Katharin des Films, Eva Vosen, da. Darf ich dich vorstellen? Sie hat zahlreiche Filme von mir geschnitten. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Da es wirklich Film ist, gibt es eine ganz kurze Unterbrechung, weil das eigentlich auf zwei Rollen ist. Und die müssen, ja, da gibt es eine kleine Pause, bis von der ersten Rolle die zweite kommt. Ja, aber nicht lange. Nicht herausgehen, bitte. Wir lassen auch Schwarze, ja. Genau. Genau, ich ist schon an, genau. Ich
würde ich bitten, ob du vielleicht am Anfang noch mal ein bisschen was zu dem Hintergrund und der Entstehungsgeschichte des Filmes sagst. Ich weiß nicht, ob das den meisten so bekannt ist. Du bist ja eigentlich auch erst aus einer anderen Intention dahin gefahren, genau, anlässlich der Partnerstadt, genau, Trier-Weimar. Also ich hatte das Glück, dass ich 1988 im Sommer schon mal nach Weimar fahren konnte, um dort zu drehen. Und das war auch kein Auftrag, sondern mein Wunsch. Das ist die Zeit gewesen, wo es ganz in war, dass westdeutsche Städtepartnerschaften mit den DDR-Partnern aufgemacht haben. Und mir hat es irgendwie ein bisschen nicht gefallen. Ich fand das unehrlich und einfach nicht echt. Und habe mir eingebildet, habe angeboten, einen Film über die Partnerstädte Trier und Weimar zu machen. Habe da die Illusion gehabt, dass ich nach Weimar komme und so wie ich es gewöhnt bin, meine Protagonisten dort ausfindig machen kann, mit denen ich, sagen wir mal, diese Skepsis, die ich empfand, dann in einer filmischen Form umsetzen könnte. Und zu meiner Überraschung wurde dieses Thema vom Südwestfunk damals, also das heutige Südwestrundfunk, angenommen. Und das war in dem Zusammenhang, dass es damals auch die erste eine ARD-Koproduktion mit dem DDR-Fernsehen geben sollte. Und mein Film sollte innerhalb dieses eines Sendetags, das dann irgendwann mal geplant war und auch stattfand, mitgesendet werden, wo sowohl Beiträge aus dem Friedrichspalast und dann wieder irgendwie was von uns hier und also wo man das ganztägig gemischt gestalten wollte. Und die Überraschung war aber dann, als ich nach Berlin kam, mehrmals musste ich dahin zum DDR-Fernsehen, dass man mir eine Kooperation aufgezwungen hatte. Das waren die Herrschaften, die man da gesehen hatte, bei der Kaffeetafel oder auch im Gespräch mit Wolfgang Held, dem Schriftsteller. Einfach vier Leute, glaube ich, die so als sogenannte Produktionshilfe dabei waren und die haben mir schon alle Protagonisten ausgewählt vorher. Sie haben mir alle Daten über sie mitgeteilt, inklusive also wirklich sehr intimer Daten. Und es hieß, diese Personen sind einverstanden und die kann ich gerne in meinem Film besetzen. Aber andere kann ich nicht haben. Und das war schon sehr schwierig für mich, weil ich irgendwie gewöhnt bin, erstmal eine Beziehung zu entwickeln mit den Personen, mit denen ich dann vor der Kamera zu tun habe. Und das war hier überhaupt nicht möglich. Und außerdem hat mich das so in so eine journalistische Position gezwungen, wo ich dann irgendwie Fragen stellen sollte und irgendwie Antworten herauslocken sollte. Und der Film hat dann stattgefunden, ich musste ihn machen. Es ist mir eigentlich auch gelungen, alles das zu bekommen, was ich mir gewünscht habe. Weil diese Leute aus Berlin eigentlich dann doch undiszipliniert waren und nicht immer aufgepasst haben. Und deswegen habe ich da auch so Aussagen, die eigentlich nicht konform sind oder waren. Und dann später, als die Grenzen unverzüglich geöffnet worden sind, ist mir eingefallen, das wäre doch super, wenn ich jetzt mit diesen gleichen Personen, die ja den amtlichen Stempel der DDR-Zensur sozusagen hatten und als Repräsentanten des Staates mir dem westdeutschen Kameramann zur Verfügung gestellt wurden, wenn ich dann mal schauen würde, wie sie jetzt damit umgehen, dass die DDR so
überraschend vorbei ist, oder vielmehr die war da noch nicht vorbei, aber dass alles jetzt anders ist. Und habe sie angeschrieben und angefragt und alle, inklusive diese Stasi-Leute, die mich kontrolliert hatten, also ich habe nur den so Produktionsleiter angefragt, haben gesagt, ja, die wollen mitmachen. Und dann der Produktionsleiter, also der wichtigste DDR-Begleiter, der hat dann abgelehnt, als ich ihm klar gemacht habe, dass ich ihn diesmal nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera haben möchte. Aber die ganzen Leute, die haben mitgemacht und gerne und sind sehr offen gewesen, wie man ja eigentlich gesehen hat. Und diesen Zickzack-Kurs, den sie da erleben, und haben sie mich daran teilnehmen lassen mit der Kamera in ziemlich authentischer Art und Weise. Und deswegen konnte, also es ist einfach eine Glückssituation, wenn man als Filmemacher, sagen wir mal, so eine dramatische Veränderung begleiten kann. Und wenn es einem dann gelingt, dass die Leute auch authentisch und offen sind. Wobei da mein Akzent auch eine positive Rolle gespielt hatte, weil halt Tschechoslowakei, die gab es ja damals noch, für sie das Land, ja, und Fahrt nach Prag, irgendwie das war, was für uns damals vielleicht Paris gewesen ist. Und sie haben Urlaub gemacht oder sie fanden das alles in Ordnung. Und wir haben uns gut verstanden, weil ich auch wiederum sie verstand mit ihren Institutionen, die sie dann mit Abkürzungen, mit seltsamen Abkürzungen, das war mir alles bekannt aus meiner Vergangenheit. Und deswegen haben wir uns gut verstanden. Als du das erste Mal da warst, irgendwie 88, war die Stimmung, da hatte man da schon so ein bisschen was davon gemerkt, dass es jetzt so langsam dem Ende zugeht. Gab es da auch irgendwie, gut, wir haben nachher sozusagen dieses alternative Projekt, gab es da auch schon so Bestrebungen in die Richtungen oder wie hat man das? Also in anderen Städten hat es ja dann auch schon so ein bisschen vorher angefangen, in Dresden, in Leipzig, weiß ich wo. Aber jetzt in Weimar, wie war da so die Situation? Null, gar nichts, gar nichts. Also dieses besetzte Haus, und zwar einmal von, sagen wir mal, von Linken besetztes Haus, nicht von Punks, sondern, also das war ja in Berlin, was weiß ich, Ost-Berlin, Gang und gäbe, aber dieses besetzte Haus, das gab es damals schon, aber ich konnte dort nicht drehen, also das, ich habe die Leute dann nachts insgeheim besucht und habe von ihnen sozusagen Hintergrundinformationen bekommen. Aber offiziell konnte ich da nicht. Wir mussten, also unser Team, wir sind drei Leute gewesen, also klassische Besetzung, Kamera und Regie war eine Person und Tonmann und ein Assistent. Also drei Leute wohnten zu Wahnsinnspreisen in dem Hotel Elefant. Und nachts, dann bin ich mich rausgeschlichen und da sind nur wenige Meter zu diesem besetzten Haus und da habe ich mich dann ein bisschen fit gemacht. Aber in Film konnten sie nicht. Gefilmt habe ich dann erst in der zweiten Phase. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Das ist tatsächlich, hat hingehauen. Sie sind der alternative oder autonome Gegenpol zu dem Kommerz, das in Weimar Übermacht natürlich annahm. Natürlich brauchen sie Geld, bekommen Subventionen, aber sie sind sehr erfolgreich, sehr aktiv, machen wunderbare Ausstellungen. Temporäre Kunst und auch sonstige Aktionen, die sehr, sehr international sind und nicht kommerziell und haben ganz wichtigen Status. Der Frank Motz, einer der zwei Gründer, der hat sogar Weimar Kulturpreis gekriegt, also ein
offiziellen oder den höchsten Kulturpreis, den man da in Weimar, sagen wir mal, regional bekommen kann. Schlechter ist es um das Bäckerspaar gegangen. Also das Haus ist tatsächlich doch versteigert worden. Die Frau Mengs hatte da leider doch eine falsche Information. Sie war nicht in der Lage, das mitzuversteigern, das ist klar. Und das ging dann so, dass sie beide angestellt wurden, sich anstellen ließen in einer Großbäckerei, wo der Herr Mengs, Bäcker, also so wie man sich einen vorstellt, glaube ich, ja, also wirklich besessen von seiner Arbeit, so wie sie auch. Sie hat verkauft, und also hinter der Theke verkauft, und sie hat ausgefahren. Und das ging nicht lange gut, hat Schlaganfall gehabt. Ich habe ihn dann noch im Rollstuhl erlebt, und inzwischen lebt er schon seit vielen Jahren nicht mehr. Die Frau Mengs, die lebt noch und ist eine stadtbekannte Person nach wie vor und verkauft in deine Bäckerei. Das junge Mädchen haben wir dann später gesucht, auch mit Hilfe von Inseraten, und also sie ist nicht zu finden. Sie ist bisher nicht gefunden worden. Wie auch diese Dame, die schon 88 so mutig war, dass sie mitten im Weimar auf dem Goetheplatz ungefragt im Grunde so verbotene, verwegene Sachen erzählt hatte. Ja, das habe ich nur deswegen gekriegt, weil an dem letzten Tag, so war das in der DDR offensichtlich übrig, haben hier auch Experten, die das bestätigen können, Zeitzeugen, wenn man aus Berlin dann in die Provinz gekommen ist, dann hat man dann geschaut, irgendwie, was man da vielleicht kaufen kann, was es in Berlin nicht gab, und natürlich umgekehrt auch. Und deswegen haben die mir angeboten, als ich dann sagte, am letzten Tag der Dreharbeit möchte ich nur ein paar Außeneinstellungen machen, ein paar Leute, die auf der, also Menschen natürlich, ohne sie was zu befragen, weil das war Teil der Vereinbarung, dass ich keine, also damals durften die Teams, die westdeutschen Teams oder wahrscheinlich international Teams, keine Befragungen mehr machen auf der Straße. Und das wusste ich auch, dass ich das nicht darf, und ich schwöre, ich hatte es auch nicht vorgehabt. Ne, wirklich, ich wollte wirklich nur ein paar kaputte Fassaden und so ein paar russische Soldaten und zu diesen vielen Interviews, die ich ja gedreht habe, einfach ein paar Bilder vom Leben und so. Dafür meinten die, das können wir doch alleine machen, und die würden es dann ein bisschen einkaufen und so, und dann wäre das. Und wenn wir da rumliefen, hat die Frau mich oder hinter der Kamera einfach angesprochen und hat losgelegt. Und ich wusste, dass ich das eigentlich nicht darf, und ich mir war auch nicht wohl dabei, weil das könnte auch bedeuten, dass sie mir das Material vielleicht beschlagnahmen oder irgendwas passiert, und ich hatte ja Vertrag und ich musste doch abliefern auch, und die erste Rate war auch schon auf meinem Konto, aber habe dann doch drauf gehalten, weil ich mir dachte, wenn sie das bringt, dann kann ich doch jetzt nicht irgendwie dastehen und sagen, ja, sie sind toll, dass sie das bringen, ja, aber ich kann es nicht aufnehmen. Und habe es aufgenommen, und es ist auch nichts passiert, und mir ist wirklich so, also Stein vom Herzen gefallen, dass ich die Grenze passierte und das Material dabei hatte. Und dann haben wir das eingeschnitten, das war in dem allerersten Film, wo es noch um Städtepartnerschaften ging. Und bei der Abnahme, hat die Redakteurin vom Südwestfunk
gemeint, ja, aber Moment, das können Sie nicht bringen, das geht nicht, das darf man doch nicht, das können wir unseren DDR-Kollegen doch nicht antun. Also da war schon mal irgendwie wirklich Feigheit am Werke, finde ich, und ich habe mich mit ihr gestritten, ich habe gesagt, also wenn Sie das, das können wir der Dame ja nicht antun, wenn sie diesen Mut hatte, und wir schneiden sie jetzt nicht ein, weil wir uns jetzt irgendwie vor einem Beschwerdebrief aus Berlin, Ost-Berlin irgendwie fürchten. Das können wir nicht machen. Und das ging weiter an die Chefredaktion. Das war damals der Peter Voss, noch bevor er Intendant worden ist. Und er hat dann zu meinem Gunsten, oder sagen wir mal zugunsten des Films entschieden. Die Szene ist geblieben. Ja, das ist mir klar, ja. Das ist mir klar. Also sie war schon sehr, sehr mutig und sie wusste ja auch, wem sie das erzählt. Und deswegen haben wir uns dann irgendwie für den zweiten, also für die Fortsetzung, habe ich wirklich einige Inserate schalten lassen. Und jetzt hat es Gedenksituation habe ich den Film in Brüssel gezeigt. Und da steckte irgendwie viel Engagement seitens des thüringischen Staatsarchivs, der das irgendwie veranstaltet hatte, und die Staatsvertretung von Thüringen oder was in Brüssel hat sich da sehr engagiert, und die haben erneut eine Suchaktion gemacht, sowohl für die Julia Müller wie auch für diese Dame, um sie herauszufinden und möglicherweise einzuladen, also so, dass sie also quasi mit mir dann da auftreten. Und die Studentin, die Germanistik. Ist diese Studentin nicht die Tochter von auch so einem Ehepaar? Ja, ja. Was ist denn, ich fand diese Familie eigentlich sehr modern oder sehr offen. Ne? Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt blöd. Ich fand die, nee, ich brauche das glaube ich nicht. Doch, brauchst du. Doch. Ich fand diese Verhältnisse in der DDR, damals in dieser ausgehenden DDR, eigentlich auch recht lieb. Und das kam ja auch später dann in dem Café von der Frau Mengs, als diese jungen Leute gesagt haben, also eigentlich ist es jetzt hier völlig unruhig und gar nicht mehr so ruhig wie früher. Nicht mehr so gemütlich. Ja. Und also ich habe manchmal im ersten Teil des Films gedacht, die hatten zwar wenig und die hatten auch eine blöde, was ist da hinten los? Die hatten eine blöde Herrschaftsform, aber eigentlich haben sie nicht so schlecht gelebt. Wenn man sich dann danach ansieht, was aus diesen armen Menschen teilweise, also zum Beispiel dieser Schuldirektor, ne, der ist ja, das ist ja eine arme Sau geworden, wenn man so will, ne, der dann glücklich ist, wenn ihm einer entgegenblinkt von seinen Kunden. Und vorher, na gut, der war zwar nicht sympathisch, fand ich, in 88, aber naja, ich fand die Verhältnisse, dieser eine Junge, der ganz am Schluss gesagt hat, warum muss die Schule jetzt nicht mehr Karl-Marx-Schule, sondern Sophie-Schule heißen, das dreht sich doch im Kreis, da beißt sich da später eines Tages, naja, gut. Ja, ich weiß nicht, es ist schwer, was dazu zu sagen. Ja. Ich fand die DDR schon ganz furchtbar. Und ich muss sagen, dass ich überhaupt nie auf die Idee käme, dort drehen zu wollen, wenn ich nicht kurz zuvor zum ersten Mal in der Tschechoslowakei gedreht hätte,
als Westdeutscher sozusagen, da haben die mich leichtsinnigerweise zugelassen, dass ich in Karlsbad eine Egon Erwin-Kisch-Erzählung Karl Marx in Karlsbad verfilmt habe. Eigentlich ein Spielfilm, also es war ein Kurzspielfilm. Und da habe ich also zwar mit Schauspielern zu tun gehabt beim Dreh, aber sonst habe ich mit normalen und vor allem mit der Stadt zu tun gehabt, mit Funktionären auch, und habe dort mitgekriegt, dass die Leute einfach zwei Leben und zwei Gesichter haben. Das Offizielle, und dann, wenn es privat war, dann waren die ganz offen und waren absolut loyal, was es das System betrifft. Und ich, Dümmling, habe ich mir gedacht, das wird in der DDR ähnlich sein. War aber nicht. War überhaupt nicht. Und das war schon... Die stand schon dazu, also, dass es so ist und dass es so richtig ist, wie sie es leben. Bitte nochmal sagen, wie das Projekt heißt von diesen beiden jungen Leuten, die diese autonome Café gemacht haben. Autonomes Kulturzentrum Weimar. Und das ist unweit vom Elefant, Burgplatz 1. Ja, es ist eigentlich eine ganz tolle, also ganz fantastische Adresse. Und die haben ein Café, wo man vegan und vegetarisch, also schon bevor es wirklich Mode geworden ist, es ist wirklich besuchenswert. Ja, das ist auch eine Veranstaltung in diesem besetzten Haus, wo sie dann Räume hergerichtet haben, Ausstellung gemacht haben, und am Beispiel von dem Karl-Marx-Platz, früher Hitler-Platz, sozusagen geschichtlichen Rückblick, nicht auf der Ebene eines Schulunterrichts, sondern mit Zeitzeugen gemacht haben. Und daran habe ich parasitär sozusagen teilgenommen und diese wunderbaren alten Damen entdeckt, wie auch die Dame, die so schön erzählt hatte darüber, wie sie die Zeit als Kind erlebt hatte, und auch in einer völligen Offenheit. Ich meine, das Thema ist auch nicht verarbeitet worden wie viele anderen, und komischerweise gehörte also zu dem alternativen Engagement der Alternativen, sich mit dieser Epoche auch zu beschäftigen und da plötzlich Zusammenhänge zu entdecken, die versteckt wurden durch Umbenennungen. Ja. Nein, das haben sie für sich gemacht, für die, jetzt, naja, es sitzen dadurch auch Leute, die nichts sagen und die zuhören, aber von mir aus, das ist nicht innerhalb der alternativen Öffentlichkeit. Also das ist nicht für mich gemacht worden, das schon nicht. Ja, bitte. Also in der ersten Phase, das sind ja mehrere Filme, also der Vorlauf, wie ich beschrieben habe, bestand aus mehreren Dreharbeiten zu mehreren Themen. Deswegen fällt mir jetzt schwer zu sagen, bei welchem Film was weggefallen ist, nicht? Also ich gehe davon aus, also dass ich von dem
Endfilm rede, da. Die damals, die sind alle drin natürlich. Die sind das. Die waren ja handverlesen, vielleicht ja. Thematisch handverlesen. Ja, also da sind welche dazugekommen, aber ich überlege, Eva, kannst du dir eventuell erinnern, was nicht drin ist? Ja, ne, das ist eine berechtigte Frage. Das ist unbedingt eine berechtigte Frage. Ja, ich komme deshalb drauf, um den Film verstehen zu können. Das ist der einfache Grund. Entscheidend ist ja nicht nur, was man sieht, sondern wie in der Musik, was man nicht sieht oder zur Musik nicht hört. Hätte mich nur einfach interessiert. Also, das ist nicht der Zensur raus. Genau, aber wir gerade mit dem Thema Musik hatten, vielleicht kannst du noch was zu der Musik sagen, weil du ja doch eine sehr experimentelle Musik verwendest. Ja, also die Musik ist, hat mich selbst überrascht, also nicht heute. Ich habe eben Gelegenheit gehabt, das schon in Brüssel zu sehen und auch zuvor. Das ist Musik wieder aus einem alternativen Kreis der Studenten, die an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar studiert haben und experimentell gearbeitet haben. Und die ich auch aus diesem ACC kannte, dort kennengelernt habe. Und die habe ich gebeten, dass sie mir Musik für den Film komponieren. Ich dachte, das ergibt dann eine Einheit. Und habe natürlich keine Vorgaben gemacht. Und wir haben tatsächlich die Musik damals, also die haben irgendwas vorbereitet und dann sagten die, jetzt ist es fertig. Unser Film war auch fertig, in Rohschnitt, glaube ich. Und ich bin mit dem Film da hingefahren und habe dann die Szenen, wo Musik hin soll, vorgespielt. Und sie haben es live, nach zweimal Schauen, gemacht. Und das war unglaublich. Also wir haben, was weiß ich, halben Tag gebraucht und dann war das alles fertig und ich kam mit dem Material zurück und dann haben wir es mit Eva angelegt an die Bilder und das war ein Erlebnis, also das passte wie angegossen. Heute hätte ich ein bisschen Probleme, das so zu machen, weil diese Art dröhnende Musik ist heute Usus. Aber das ist ja in jedem Fernsehdokumentation, wenn das dann irgendwie etwas Böses erzählt wird, dann fängt das an zu dröhnen und so diese, ich weiß nicht, ob das, aber damals war das was ganz Besonderes, glaube ich. Dazu finde ich die Musik eigentlich auch zu speziell. Also das ist keine Musik, die irgendwo so über den Film drüber leitet, sondern sie ist... Ja, aber sie ist schon sehr emotional. Nicht? Sie ist schon... Also ich habe mich eben gefragt, weil ja von hinten kam, was ist in dem Film nicht gezeigt worden oder was musste man entdecken? Und ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass es eine relative Offenheit war, mit der die Leute sich gezeigt haben. Also natürlich, du hast ja beschrieben, unter welchen Bedingungen es zustande kam. Also es war schon eine Zensur. Aber ich muss sagen, ich bin ja 1971 aus der DDR ausgereist und hatte damals doch immer noch mehr das Gefühl der Angst und der Überwachung. Und vielleicht war es ja auch eine Zeit, in der du gedreht hast, wo es ja schon einen Widerstand gab, auch in der DDR. Es ist ja dann doch relativ schnell, ich meine, man muss ja auch sehen, es kam ja nicht nur die Wende, sondern es gab ja einen Widerstand in der DDR und dass man das schon atmosphärisch spürt. Ich denke, als ich damals dort lebte, hatten wir in der Schule, ich habe das euch oft erzählt, aber schon in der Schule
eigentlich gelernt, man darf nicht alles sagen. Schon als Kind wusste ich genau, es gibt Dinge, die ich öffentlich sage und es gibt Dinge, die ich niemals sagen darf. Und trotzdem war immer eine Atmosphäre der Angst. Es gab zum Beispiel die Überprüfung der Kinder, ob Westfernsehen geschaut wurde, auf eine ganz perfide Art und Weise, sage ich mal. Die DDR-Uhr hatte Striche und die Uhr im Westfernsehen hatte Punkte. Und man musste in der Schule plötzlich die Uhr aufzeichnen, nicht? Mhm. Ja, nicht? Und das hatte eben Konsequenzen, wenn Westfernsehen geguckt wurde. Und ich weiß, dass meine Lehrerin mich aufforderte, von meiner Nachbarin abzuschreiben, damit uns nichts passierte. Also all das gab es natürlich auch, ja, was mich damals... Aber das war eine Atmosphäre, in der ich aufgewachsen bin, die habe ich im Film nicht mehr wahrgenommen. Also da habe ich die Leute offener erlebt. Das Einzige, was mir also jetzt in der Rückschau deutlich wurde, ist die spezifische Ausdrucksweise. Das ist so eine verschachtelte Sprache, in der schon eine Hemmung liegt. Und ich habe mir gedacht, ob das nicht auch Ausdruck dessen ist, dass man nicht sagen darf, was man will über lange Zeit. Also das ist manchmal so kompliziert, wie wir müssen die Stimmzettel überprüfen oder so. Es hieß noch ein bisschen anders. Da kann man nicht sagen, wir zählen die jetzt einfach aus, sondern es war eine genormte Sprache, in der einfach kein freier Ausdruck drin ist. Die ist nicht lebendig. Und das ist mir noch mal sehr deutlich geworden. Und dann aber war ich sehr bewegt, dass die Kinder, also ein Jahr praktisch nach der Wende, so kritisch und offen und also auch mit einer Form der Trauer in der Schule über diesen Namen nachdenken konnten. Und da dachte ich, da muss schon eine ganze Menge vorher möglich gewesen sein, dass die so reagieren konnten. Ja, und wahrscheinlich auch vom Zuhause aus ein bisschen mitbringen. Also wie der Junge mit dem weißen Schal, nicht? Also der geht damit auf eine bestimmte Weise souverän um, mit einer klaren Meinung, ohne hin und her gerissen zu sein. Ja, ich wollte noch sagen, ich dachte, es wäre Arbeit, hierher zu kommen, weil der Film so lange her ist. Und ich fand den ganz wunderbar, weil man den heute eigentlich so kaum noch sieht, schon gar nicht mehr im Fernsehen, es sei denn vielleicht nach Mitternacht, da gucke ich aber selten. Was interessant wäre, wäre natürlich, so einen Film heute zu machen, vielleicht mit diesen Leuten auch. Ja. Und auch die Situation dort und hier. Könntest du dir vorstellen, dass du jemanden findest beim Fernsehen oder sonst wo, um so einen Film nochmal zu machen, oder würdest du ihn machen wollen? Ich habe das versucht vor 15 Jahren, als es 10 Jahre DDR-Untergang gewesen ist, und ich bin das nicht losgeworden. Weil da war, in meinem Exposé habe ich, also ich halte bis heute Kontakt mit den Leuten, und ich habe in dem Exposé beschrieben auch das Schicksal des Bäckerpaares. Und dann habe ich zu hören bekommen, das ist einfach zu, das passt nicht, das ist, also das, die Stimmung ist einfach ohnehin down. Und jetzt noch so ein Film, das ist zu depressiv. Und deswegen konnte ich es damals, also vor 10 Jahren oder inzwischen vor 15 Jahren, nicht machen. Da wollte ich noch. Und jetzt, nein. Also jetzt weiß ich nicht, ob das ist, ich glaube nicht, dass das wäre zu komplex, auch damit umzugehen, um das einem Sender sozusagen anzudrehen. Das traue ich mir nicht zu. Mich würde noch mal interessieren, ob Sie auch versucht haben, zu den Kindern noch Kontakt zu halten. Die haben ja eine völlig brüchige Biografie. Kindheit geht zu Ende und die Eltern erleben ihren Bruch in ihrem Leben. Und haben Sie da noch Kontakte zu denen, die damals Kind waren im Film? Ja, also dummerweise ist mir erst heute sogar bei dieser Aufführung eingefallen, Mensch, ich habe die Kinder heute mehr gesehen als je bisher.
Aber ich habe ja zu den Kindern überhaupt kein Material. Ich habe sie ja nur da in der Schulbank sitzen. Also das wäre nicht genug, um, das könnte dann oberflächlich, sagen wir mal so, als so, dass man die Szenen zitieren würde und dann als Aufhänger irgendwie ihre Geschichte erzählen würde. Es wäre nicht ehrlich, da wäre ja eigentlich keine Substanz, keine wirkliche Substanz dahinter. Aber der Gedanke, wenn der kommt, was gerade die Kinder, die diese Wende auch emotional irgendwie nicht nur erlebt haben, sie müssen es ja auch verarbeiten, das wäre schon interessant, stimmt. Dann ja, dann. Ja, super, ja. Ich weiß nicht, wenn keine Fragen mehr sind, dann. Ich kann vielleicht nur so, falls jemand so begeistert ist oder möchte für jemanden mitnehmen, dann kann ich für 10 Euro eine DVD anbieten. Also mehrere habe ich hier und die kann ich gerne anbieten, wenn jemand das haben will. Mit englischen Untertiteln, also diese Version, aber mit englischen Untertiteln, sodass das sogar auch im Ausland verständlich ist. Ich habe einen Film nach fünfjähriger Zwangsarbeit, wollte ich sagen. Also ich habe gerade einen Film beendet. Der Film sollte demnächst hoffentlich in die Kinos kommen. Und in dem Film begleitete ich eine Theatergruppe aus Frankfurt, die international besetzt ist, Antagon Aktionstheater heißt die Truppe. Die machen Straßentheater international, also sie sind selbst international und treten international auf. Sie sind eine Kommune, leben in so einer Wagenburg in Frankfurt-Fechenheim. Und mit denen bin ich erst mal 2 Jahre mit rumgezogen und ein paar Leute aus dieser Truppe porträtiert, die neu dazugekommen sind und die sich dann eingelebt haben in der Gruppe. Und der Film heißt Home is not a place und ist reiner Dokumentarfilm, auch ohne jegliches Kommentar und so wie ein Dokumentarfilm sein soll. Also zum Unterschied zu einer Dokumentation, wo es darum geht, jemanden möglichst mit vielen Informationen zu füttern, ist die Aufgabe des Dokumentarfilms, mehr Fragen zu stellen oder in Leuten, Leute dazu zu bringen, dass sie sich Gedanken über irgendwas machen. Ja, dann vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke.